Leute, die Izzy und ich spielen heute Hello, Squish Mallows hier auf Roblox und können alle die meisten Squish Mallows sammeln, wie wir nur können. Okay, das ist der große Plan. Die sind super süß von dem, was ich sehe. Ich meine, guck dir die mal an, die rennen hier überall rum. Was hättest du gerne für ein Squish Mallow, Ronja? Ich hätte gerne. Oder willst du ein Einhorn? Oh, gibt's ein Einhorn? Oh ja, es gibt ein Einhorn. Einhorn. Die hat eins. Oh, das schläft. Okay, das Einhorn ist süß. Ansonsten überlege ich halt, ob ich anderen Leuten ihre Squishmallows klauen kann. Das wäre nicht schlecht. Also ich habe die Izzy hier gerade zu einem Duell herausgefordert und sie hat 20 Squishbugs gesetzt, dass sie mich besiegt. Oh, da gehe ich mit. Da gehe ich mit. So, let's go. Duell! Izzy, ich werde dich besiegen. Es tut mir leid. Ich habe hier viel... Duell. Okay. A, okay. S, D, F. Okay, was muss ich machen? Wenn die hochkommen. Okay. Eins... 2, 3, 4. Ich glaube, deins war besser. Deins ist besser. Aber ich gucke nicht auf dich, ich gucke nur auf mich. Ah, wenn die oben sind. Nee, ich verstehe das nicht. Doch, wenn die oben sind, musst du drücken. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das Spiel erst. Oh Gott, das ist richtig stressig. Hier kommen so viele. Ich kriege auch gar kein Feedback dazu, ob ich es falsch mache oder nicht. Ich habe hier ein paar durchgelassen. Bei mir sieht es aus, als ob du alles perfekt hättest, aber wahrscheinlich dann nicht. Echt? Wenn du sagst, gar nichts. Du hast gewonnen, Ronja. Ich habe gewonnen? Oh. Ja! Dann verabschiede dich von deinen 20 Squishbugs. Gott, was machen die denn hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drück, drück, drück. Die wollen alle gleichzeitig. Hier hoch, links, rechts, links, oben, unten, links. Oh Gott. Wie läuft's bei dir so? Ah, ganz gut soweit, aber... Okay. Mittel. Ich glaube, das ist wieder in der Mitte, oder? Oh Mist, hast du aufgeholt? Ich glaube, ich habe verstanden, wie das Spiel geht. Oh nein, das war mein einziger Vorteil, dass du nicht wusstest, wie das Spiel funktioniert. Nein, nein. Du musst bedenken, ich habe keine Musik an. Deswegen habe ich keine Ahnung, ob hier wahrscheinlich ein cooler Rhythmus kommt. Ich habe gewonnen! Nein, du 40 Squishbugs, let's go! Oh nein. Oh mein Gott, perfekt. Okay. Zack. Oh, und jetzt sind wir natürlich auch in der Warteschlange für ein Cupcake. Da kann ich natürlich direkt weitermachen. Mit meinen... Oh, fühlt sich das gut an. 40 Squishbugs. Einfach umsonst. Einfach nur fürs Tastendrücken. Wow. Was für ein Leben. Lass uns die Cupcakes aufgeben. Lass uns die suchen. Die Warte, wie du willst die Cupcakes einfach aufgeben? Ich will die Cupcakes aufgeben. Ich will Viecher suchen. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wie lange die hier brauchen. Ich dachte, wir bauen hier schnell ein Cupcake. Ich dachte, wir verdienen uns hier ein paar Geld dazu. Aber ich brauche es jetzt ja nicht mehr. Ich habe jetzt ja mein Geld verdient. Okay, wir sind hier draußen in der Welt vor dem Café und ich denke, ich gehe direkt in den Squishmallow Shop und guck mal, wahrscheinlich kommst du auch? Nö, ich brauche das Geld für die Cupcakes, also. Na gut, dann mach du die Cupcakes und ich gehe hier in den Shop und gucke, was sie für uns haben. So, hier ist natürlich viel zur Auswahl. Hallo Jenny. Hallo, willkommen zum Squishmallow Shop. Auf der einen Seite haben wir die Squishmallow Claw Machines. Hier kann man neue Squishmallows gewinnen. Und auf der anderen Seite haben wir die Squishmallow Kombiniermaschine. Und da kann man machen, dass die Squishmallows größer werden. Okay, okay. 350? Ich habe keine 350. Hast du 350? Nee. Okay. Oh, ich habe 320. Oh, was? Okay, ja. Die kann ich mir gar nicht leisten. 1500. Oh mein Gott. Ich werde es mir niemals leisten können. Die Premium-Dinger. 1250. Gibt es irgendwo auch billige Squishmallows? Anfänger-Squishmallows? Kosten die alle so viel? Der günstigste ist 350. Okay. Das ist jetzt natürlich erstmal stressig für mich. Oh Gott. Wie kann ich denn... Wir brauchen Geld, Ronja. Wir müssen erstmal Geld verdienen. Wir müssen Geld verdienen. Du brauchst einen ausgerüsteten Squishmallow, um dieses Minispiel zu spielen. Aber ist okay. Hast du keinen? Ich habe einen. Ich habe einen. Ich finde mir einen. Inventar. So. Ich habe hier nämlich Maribel. Wir haben das nämlich tatsächlich schon mal vor Ewigkeiten gespielt. Und da habe ich es versucht aufzunehmen, aber ich habe es vergessen. Beziehungsweise ich war zu doof, den Ton anzustellen. Deswegen habe ich hier Maribel. Aber das ist nicht schlecht. Oh, let's go! Oh, okay. Hier kommen Leute. Nice. Spieler in der Warteschlange 9, 10. Easy, ich denke, jetzt kann es losgehen. Beginnt in 20 Sekunden. Okay, jetzt keiner den Dings verlassen. Nein, bleibst du hier. Nicht den Kreis verlassen. Nicht den Kreis verlassen, alle bleiben hier drin. Okay. Nein! Was, okay, 8 Sekunden. Die ist wieder drin. 7, 6. Jetzt geht's los.
zwei und eins. Und bam. Bam. Wahrscheinlich 500 Squishmallows vermute ich, dass wir hier gewinnen. Ah, oh, guck mal, die anderen haben ganz viele Süße. Oh, ist das cool. Unsere Trainerin? Ich weiß nicht, was die macht. Hallo, ich bin Sally. Willkommen zu Hide and Seek. Ihr müsst so viele Squishmallows finden, wie ihr könnt, bevor die Zeit ausgelaufen ist. Die sind auf der ganzen Map versteckt. Viel Glück dabei! Alles klar. Alright, das klingt easy. Okay. Es geht los. Es geht los. Oh, mein Squishmallow geht weg und versteckt sich, aber es ist okay. Ah, wie cool. Deswegen brauchte man eins, damit man mitspielen darf, damit man genug hat, um sich zu verstecken. Okay, 19 Squishmallows gibt's. Ich guck mal hier hinten. Können die sich vergraben? Das wäre cool. Hier ist ein Blatt auf jeden Fall. Oh, die sind alle schon... Ah. Okay, hier sind Kürbisse. Hier sind halt überall Kürbisse. Man kann die so schlecht unterscheiden. Ich denke die ganze Zeit, das sind Squishmallows. Okay, hier kann ich was voten. Ich guck mal hier nach... Oh, da ist eins! Herb habe ich gefunden. Der kleine Drache. Oh, wie süß. Okay, oh, hier ist der nächste. Oh, eine Eule. Zack, ich habe schon zwei. Oh, da drüben sind, glaube ich, Äpfel oder so. Oh, nee, ich gehe mal rüber. Was du dieses Jahr schon Pilze sammeln willst, was du tust? Ich hasse Pilze. Du hast Pilze. Ich will ganz sicher keine sammeln. No, okay. Hast du schon Pilze sammeln? Nein, ich auch nicht. Aber ich gehe vielleicht noch. Ich mag nämlich Pilze. Und vielleicht gehe ich welche sammeln. Oh, hier kann ich nicht weiterlaufen. Hier ist eine unsichtbare Wand. So, zack, zack, zack. Hier war eine reine Pleite. Hier war überhaupt nichts zu finden. Noch 9 Squishmallows. Ich gucke auf der anderen Seite aber mal. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich jetzt den ganzen Weg gelaufen bin. Und dann ist vor meiner Nase direkt eins. Ja, wo sind die denn alle? Oh, man kann hier so witzig hochflippen. Ich bin hier gerade einen Abhang hochgesprungen, der hat ja einfach einen Salto gemacht. Ja, er macht sie ja öfter. Oh, crazy. Ich will nicht in die Neighborhood gehen. Ich möchte nämlich gerne die Squishmallows finden. Ich habe gedacht, jetzt bin ich hier auf Gold gestoßen, als ich die zwei gefunden habe. Aber... Oh, hier ist noch einer. Hallo. Ich glaube, du hast am meisten gefunden, Ronja. Ich habe schon 3. Ja, ich habe erst einen. Oh, hier ist einer. Guck mal, der versteckt sich bei den Pilzen. Zack, wie hast du den gesehen? Mit meinem Adlerauge. Ja, es geht darin. Mir nichts. 4 habe ich schon. Okay, 7 sind noch übrig. Wahrscheinlich brauchen wir richtig lange, um den letzten noch zu finden. Ich frage mich, ob meiner schon gefunden wurde. Oh, 320! What? What? Perfekt. Okay. Das dann. Ist viel. Oh mein Gott, wie süß. Ich bin ins Wasser gesprungen, um zu der Insel zu fliegen. Und mein Squishmallow ist neben mir gespawnt. Und das ist einfach in so einem kleinen Schwimmring. Okay, sehr weil es nicht schwimmen kann. Oh mein Gott, ist das süß. Oh. Okay. Dann bringst du im Squishmallow Shop. Okay, da werde ich mich gerade auch auf den Weg hin machen. So, und da bin ich auch im Squishmallow Shop und bin bereit, hier ein kleines Geschwisterchen zu ziehen. Falsche Richtung. Meinen. Hier lang. Absolut falsch. Guck mal, ich hab's in meinen. Hast du den Fuchs gerade gezogen? Yeah. Was hast du für Süßes? Das sieht ja mega cute aus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist so eine kleine Fee. Fee. So, 350 habe ich. Oh, ich kann die selber. Oh Gott. Was wollen wir denn? Eigentlich glaube ich, möchte ich den Igel. Ich denke, der Igel ist. Zu bekommen. So, dann muss ich mich hier mal orientieren. Hier ein Stückchen nach vorn. Zack, zack. Okay, der Igel. Let's go! Und das Ding geht runter. Und ich krieg den Igel. Perfekt! Oh. Ist das überhaupt ein Igel? Ja, das ist ein Igel. Hans habe ich gezogen. Wie heißt deiner? Hans ist ein Filmfan. Er hat jeden Film gesehen. Sein Lieblingssnack ist Popcorn mit schokoladenbedeckten Rosinen. Ugh. Entschuldigung, ich hasse leider Rosinen. Denn wenn es ums Essen geht, ist er bereit, alles zu versuchen. Es tut mir leid, wer Rosinen mag, der ist mir super skeptisch. Also, nee, Rosinen, ich mag voll gern diesen Nussmix, aber da sind ständig Rosinen drin und die ruinieren alles. Ich liebe Nussmix, aber ich hasse Rosinen. Ich teile deinen Hass nicht. Du teilst meinen Hass nicht. Ich hasse Pilze. Nein. Da teile ich deinen Hass nicht. Ich mag Pilze. So, Hans habe ich noch und ich habe noch diese kleine Katze hier. Zack. Und jetzt habe ich 3 kleine Squishmallows, die mir hier hin und her folgen. Welche sind deine? Soll ich dir die zeigen? Zeig mir mal deine, ja. Okay. Den Fuchs ist voll cool. Yeah, aber ich zeig dir mal die anderen. Ich habe noch das hier. Oh, das süße die kleine Katze. Oh, was ist das? Die Katze und so einen blauen Blob. Oh, ich habe gerade aus irgendeinem Grund ein Achievement gekriegt, dass ich das Spiel schon lange spiele. Ich habe noch mal genug, um mir noch einen zu angeln. Oh, das heißt, ich versuche jetzt noch das Einhorn zu kriegen. Zack.
Okay, ein Einhorn. Das wäre voll cool. Unter, ich glaube, das Einhorn ist direkt, wenn ich runtergehe. Warte mal. Zack. Yes! Oh mein Gott! Perfekt. Echt, hast du es gezogen? Ich hab's gekriegt! Lola! Yeah! Lola liebt die rosa Farbe. Ich auch, Lola. Sie liebt es, neue Orte zu besuchen und träumt davon, die Welt zu bereisen. Cute. Okay, ich werde Lola Alright. weiterhin ausrüsten. Zack. Oh mein Gott. Ich kann nur 3. Wollen wir noch ein bisschen Geld Nein. verdienen gehen, Ronja? Neue Squishmallows. Alright. Warte, dann muss ich hier einmal einen kleinen Swap machen. Zack. Jetzt bin ich sehr zufrieden. Wo möchtest du denn dein Geld verdienen, Gizzy? I don't know. Was kann man da noch machen? Okay, ich habe gesehen, es gibt ein Dress-Up-Ding. Vielleicht können wir da... wir können natürlich sonst noch mal ein Duell, aber ich denke... Da hast du ja schon verloren, dann müssen wir dich nicht weiter in Verlegenheit bringen. Nee. Oh, let's go, dress up. Dress up? Hier. Yeah, wir können die Squishmallows anziehen. Nein, wirklich? Ja, ich glaube schon. Oh mein Gott, das klingt so goldig. Ich will unbedingt meinen Squishmallow anziehen. Ich weiß aber gar nicht welchen. Wahrscheinlich meine kleine Rose. Oh, guck mal, unsere mögen sich. Die freuen sich. Die haben gerade Herzchen gehabt. Dress up. Celebrity. Das Thema ist Celebrity. Oh, yeah. Und ich möchte. Oh, sie ist so süß. Okay, oh, ich kann hier auf jeden Fall erstmal eine Handtasche geben. Okay, sie hat jetzt auf jeden Fall eine Handtasche, sehr süß. Perfekt, dann braucht sie ein... Oh, okay. Ich denke, die kleinen Kopfdingerchen. Perfekt, guck mich an. Du bist sehr süß. Sind das... Ich glaube, das ist ein Ohrstöpsel oder sowas. Dann will sie wahrscheinlich noch eine Mütze. Nein, die Mütze. Obwohl, die Mütze ist okay. Die Mütze sieht ein bisschen ulkig aus, aber ich glaube, das ist Part von ihrem Charme. Dann kriegt sie noch ein bisschen Glitzer um sich rum. Süß. Und dann... Warte. Ich glaube, ich mache einen großen Wechsel auf die Dinge. Zack. Oh mein Gott, man sieht die gar nicht unter der Mütze. Aber die Mütze ist so süß. Okay, ich mache die Mütze trotzdem weg. Ich hätte die Mütze nicht wegmachen sollen. Oh, das war ein großer Fehler. Grober Fehler, ich komme zurück. Mütze, wo bist du? Mütze. Oh, hier. Ich hätte so gerne Sonnenbrille, Mann. Nein, wo ist meine Mütze? Sonnenbrillen. Oh mein Gott, du hast so recht. Ist okay. Hier. Oh, ich habe sie in der letzten Sekunde gefunden. Ich weiß nicht, wie ich sie noch bekommen habe. Was? Ich habe eine komische schwarze Mütze gekriegt. Die habe ich gar nicht angeklickt. Das wollte ich nicht. Echt nicht? Stell dir das ganze Outfit ohne den schwarzen Hut vor. Ich wollte einen weißen. Okay. Ich wollte so eine weiße Flushi-Mütze. Vielleicht verbuggt, aber sieht trotzdem gut aus. Ah, danke, danke, aber es ist nicht, was ich wollte. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt auf einmal, der Hut. Aber ist okay. So, ist es deiner? Oh, der sieht aus wie ein Celebrity. Ich gebe dir, weißt du was, ich gebe dir leider nur 4 Sterne, weil ist mir ein bisschen zu bunt. Was? Wieso zu bunt? Alles ist golden. Nein, dein Hut ist so grünlich. Nein, der ist golden, dann wird der auch falsch angezeigt. Oh, okay. Oh. Dann wurdest du vom Spiel betrogen. Ich glaube, ich durfte mich selber werten, aber ich habe mir jetzt nur 3 Sterne gegeben. Aber ist fair. Ja. Ich weiß, die Sonnenbrille ist nice. Die Sonnenbrille ist okay, aber ist es eine Celebrity-Sonnenbrille, ist die Frage. Aber hat eine Handtasche. Das ist wie eine Gamer-Sonnenbrille oder so. Ein bisschen. Ich gebe 4 Sterne. Aber ich finde die Mütze echt mega cool. Der kleine Zylinder. Die hat sich richtig gut ausgesehen. Ja. Ich gebe 5. Sieht aus, als wäre so ein kleiner Zauberer. Ja. Warte, war es das schon? Das war's schon. No way. Oh, du bist Erster geworden. What? Oh mein Gott. Ronja, sehr gut. Zweite. Nicht schlecht. Und du kriegst nochmal Geld. Okay, das war's dann aber mit diesem Video hier von Squishmallows. Wir können kleine Saltos machen. Yeah. Ich habe hier einen Haufen Squishmallows, die Easy hat einen Haufen Squishmallows. Ich denke, das ist alles, was wir jemals wollten. Wir haben hier höchst erfolgreich die Kleinen angezogen. Ich glaube, das ist das Mädel von, was bei uns gerade Dress-Up mitgespielt hat. Ja, ja, genau. Die hat die Easy und mich erkannt. Aber so, das war's mit dem Video. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal, abonniert Easys Kanal. Da kommen auch Videos von uns beiden. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!